Herzlichen Glückwunsch erstmal. Ihr habt vorher gesagt, das wird eine schwere Aufgabe. Du warst selber in Oberhausen dabei. Hast du damit gerechnet, dass Hönnepel nochmal so eine Kraftleistung hier abliefern kann? Es ist müßig, jetzt darüber zu reden. Ich sag mal, sie sind ins Endspiel eingezogen. Von daher ist das kein Zufall. Sie haben Speldorf geschlagen, sie haben Rot-Weiß-Oberhausen geschlagen. Das ist keine Entschuldigung. Wir haben sicherlich heute nicht so gut gespielt, wie wir das können. Ich hatte das Gefühl, dass wir überraschter waren in der ersten Halbzeit als der Gegner. Und wir hatten mächtig Respekt. Wir haben es nicht aufs Tableau gekriegt. Letztendlich zählt nur das Ergebnis, dass wir die nächste Runde, sprich die erste Pokalrunde, erreicht haben. Das war wichtig und von daher sind wir sehr glücklich. Insgesamt muss man letztendlich aber sagen, ich auch als Kapitän, dass ich da unheimlich stolz auch, habe ich auch vor dem Spiel gesagt, mit der Mannschaft, das hat man in Berlin letztendlich auch nochmal gesehen, dass das eine überragende Truppe war und dass sich sowas letztendlich auf dem Spielfeld auch widerspiegelt. Und man muss am Ende im Finale vor so einer Kulisse, wo ich auch echt dankbar bin und dass auch von der Anerkennung her der RWE-Fans am Ende als runde Sache einfach so sehen. Und es war einfach eine ganz tolle Saison insgesamt auch. Was in Vergessenheit geriet ist, viel wichtiger auch der Oberliga-Aufstieg, den wir rechtzeitig geschafft haben. Und eigentlich ist das am Ende nur noch das i-Tüpfelchen. Also sagen wir so, sind zwei Klassen. Wer sich noch erinnert, Anfang des Jahres, ich glaube, ist Union Berlin hier mal rausgeflogen. Und ich glaube, viele andere würden gerne die Probleme haben, die wir haben, im positiven Sinne, dass es eng ist. Aber ich glaube auch dieses Jahr, ich glaube, wir entwickeln uns langsam. Wir haben jetzt schon einige Stahlbäder durchgestanden, wo es ein paar Mal nicht so leicht war. Ich erinnere mich an Oeding, dicke nimm mal die Hände aus dem Gesicht. Am Oeding 60. Minute, ich glaube, das war so der Knackpunkt dieses Jahr für den Niederrhein-Pokal. Und dass wir da das Ding gewonnen haben. Und ja, wir haben heute auch heute, es war schwierig, es war nicht leicht, aber wir haben gewonnen. Und das ist das, was am Ende zählt. Und es ist ein K.O.-Wettbewerb. Und am Ende haben wir zum zweiten Mal in Folge den Pokal. Was wollen wir mehr? Wir haben heute nicht so gut gespielt, aber im Prinzip erzählt nur das Ergebnis. Und wichtig ist, dass der Verein nächstes Jahr im DFB-Pokal spielt. Und alles andere ist nebensächlich, wie wir gespielt haben. Hauptsache, wir haben 3-2 gewonnen und das hat sich dann erledigt. Ja, ich muss dich leider fragen, wie sieht es mit dir aus? Gibt es schon was Neues? Ja, wie gesagt, ich habe ja immer gesagt, dass ich mir nach dem DFB-Pokal, meine Gedanken machen werde. Weil wenn ich sehe, was hier abgeht, ist halt immer unbeschreiblich. Also klar, ich will das auch nicht leugnen, sind 2-3 Angebote da. Aber wie gesagt, was hier abgeht, das darf man natürlich auch immer nicht vergleichen. Und ich werde mir jetzt mal in Ruhe Gedanken machen und dann werden wir das sehen. Reviersport, die Sportzeitung.